Und zwar zusammen mit unserer Floristin, mit der Silke Wilhelm. Hallo. Diese schwebenden Mooskugeln, dieser Trend nennt sich Kokedamas. Ja, genau. Das sieht herrlich aus. Welche Zimmerpflanzen kann man denn in diesen Kugeln verstecken? Also, man kann eine ganze Menge verschiedener Pflanzen reinstecken. Wichtig ist halt einfach, dass es Pflanzen sind, die entweder nicht zu groß sind und auch nicht zu viel Wasser brauchen, weil sonst kommt man mit dem Gießen halt nicht hinterher. Mhm. Gießen ist auch ein Thema, ne? Genau. Zum einen habe ich jetzt aber keine Zimmerpflanzen genommen, sondern ich liebe halt Frühlingsblüher. Mhm. Und gerade zum Beispiel hier diese kleinen Muscari, die Traubenhyazinthen, die sind einfach so, das ist so eine liebe Blume. Und das holen sich ja jetzt auch ganz viele Leute rein in die Wohnung, um einfach so ein bisschen diesen noch nicht kommenden Frühling zu zelebrieren. Und ich habe schon mal so einen Zweig hingehängt. Der wird ja auch in ein paar Wochen ganz aktuell werden. Und da kann man diese Kugeln einfach reinhängen ins Fenster. Dann hat man schon mal ein ganz anderes Erscheinungsbild wie das Weihnachtsfenster. Was für ein Hingucker, ne? Ja, genau. Hier oben habe ich eine Hyazinthe drin sitzen. Hier kommt eine Tulpe. Und da haben wir die Traubenhyazinthen. Also neues Jahr, neue Zimmerpflanzen. Und wenn Sie Fragen zu Zimmerpflanzen haben, dann können Sie uns jetzt auch gerne anrufen. Wir blenden Ihnen die Nummer ein und dann beantwortet Silke Ihre Fragen dazu. Ja. Meine Frage wäre jetzt, wie wir diese Kugeln selbst machen können. Das geht nämlich. Genau. Zum einen habe ich hier schon mal noch eine fertige kleine. Mhm. Das ist eine sukkulente Pflanze, also sprich wasserspeichernde Pflanze. Als nächstes nehmen wir uns hier mal die Grünlilie vor. Ich habe da auch schon noch mal ein Beispiel mitgebracht, weil ich die so toll finde, wenn die diese Kindel, also diese Vermehrung, also die vegetative Vermehrung haben. Und da, das finde ich so schön, wenn die so runterhängen. Aber die gab es leider nicht in klein, jetzt habe ich sie in groß gemacht und da sitzt sie jetzt auf dem Tablett. Was für ein Hingucker auf jeden Fall. Ja, ne? Du wirst uns auch gleich zeigen, wie wir das Ganze gießen. Das wird auch eine Überraschung geben. Aber Sie können ja mal sich so Gedanken machen, wie das sein könnte, wie man eventuell so eine Mooskugel gießen könnte. Und wir lösen das dann am Ende auf, oder? Würde ich sagen. Ja, jetzt machen wir erst mal eine. Okay, wo bekomme ich denn mein Moos her, wenn ich das zu Hause machen möchte? Bitte im Fachhandel, genau. Denn Moosentnahme im Wald ist, sage ich mal, ökologisch nicht so ganz vertretbar. Man sagt immer, so ein bisschen dürfte man, aber man braucht schon eine ganze Menge dafür. Und der Fachhandel hat wunderbares Moos, was wirklich extra für Floristen und die Kunden gezüchtet wird. Und da ist man wirklich auf der sicheren Seite, dass man sich da nicht strafbar macht. So, also wir packen praktisch diese Pflanze, die jetzt richtig schönen Erdball noch drin hat. Der war sehr schön fest, der Ballen. Einfach in dieses Moos ein. Und dann können wir uns überlegen, was wir ob wir einen Schmuckdraht haben möchten, bestimmte Farbe. Das ist je nachdem, nach Geschmack. Ich bin immer jemand, der es gerne unauffällig mag. Mhm. Also hast du das auch bei der großen Kugel gemacht? Man sieht gar nichts im Prinzip. Ja, vom Weiten sieht man nichts. Aber wenn man weiß, wie es aussieht und man guckt hin, dann sieht man es. Mhm. Dann wickel ich die erstmal so ein bisschen ein, sodass ich sie in die Hand nehmen kann. So. Und dann geht das so rum. Und ich achte auch ein bisschen immer, dass ich diese braunen Moosfetzen, die praktisch die Unterseite vom Moos, so ein bisschen nach innen verstopft kriege, dass das wirklich von außen richtig toll aussieht. Auch richtig schön ist, ne? Genau. Der Hit ist ja, dass man dann tatsächlich für seine Zimmerpflanzen, also bei den Pflanzen, wo es geht, keine Töpfe braucht. Richtig. Wie lange hält denn so eine Mooskugel? Also, das Moos ist ja im Prinzip auch so, also da können die Wurzeln auch richtig reinwachsen. Und das bildet auch einen gewissen Humus für die Pflanze. Das heißt, da hat sie schon auch Nährstoffe dran. Mhm. Aber man sollte sie halt auch ab und zu dann mal düngen. Das heißt, wenn man dann gießt oder taucht, das zeigen wir gleich, dann sollte man einfach auch Nährstoffe für die Pflanze bereithalten, dass sie nicht aushungert. Mhm. Okay. So, da haben wir eine Kugel. Ja, kann man jetzt so gut hinhängen oder auch stellen, so auf so ein Podest oder sowas. Wir wollen sie aber hängen. Und magst du eine Farbe haben an Band oder magst du es gerne dieses Ocker, diese Schnur finde ich ganz reizend. Ja, die ist toll, ne? Ja. Das ist so eine Filzschnur. Innen drin ist noch mal ein bisschen was Haltbareres wie die normale Wolle. Mhm. Das heißt, es hält auch schon ein bisschen was aus. Und jetzt bin ich aber gespannt, wie du jetzt die Schnur mal anbringst. Oben um die Pflanze drumherum. Das kann man auch vor dem Mooswickeln machen. Das kann man auch danach machen. Also davor, ich habe es jetzt, glaube ich, vergessen. Deswegen. Du machst jetzt richtig eine Schlaufe um die Pflanze. Genau. Das schadet der Pflanze nicht. Ach. Das ist ja jetzt auch, da hängen ja keine Tonnen dran, sondern nur ein gewisser paar hundert Gramm. Hast du das auch bei dieser Sukkulente hier gemacht? Ja. Das ist ja der Hit.
Ja. Man sieht es auch gar nicht, ja. Ja, genau. Und dann gehe ich auf die gegenüberliegende Seite, weil ich möchte, dass es gerade hängt. Und dann gehe ich durch diesen Faden wieder durch. Gibt es denn Pflanzen, bei denen man das überhaupt nicht machen könnte? Ja, yes, wenn du zum Beispiel eine riesengroße Monsterer hast oder sowas, ja. Dann wird es echt schwer. Und wie gesagt, ich habe die heute Morgen gemacht bei mir im Geschäft und habe sie dann auch gehängt. Aber ich habe gedacht, oh, das ist echt schwer. Hat es dich da gepackt? Wolltest du die Herausforderung annehmen? Genau. So, und wenn das dann so schön vor sich hin wächst, die Blätter werden ja auch noch größer und dann kommen so Kindel und dann wächst das richtig schön drumherum. Das sieht so schön aus. Ja. Jetzt musst du uns trotzdem zeigen, wie wir auch unsere Mooskugeln gießen können. Genau, dann nimmst du einfach das so, hast ein Gefäß mit Wasser und dann lässt man das so ganz vorsichtig reinsinken. Ja. Lässt das einfach so ein paar Minuten drin, dass auch, sage ich mal, innen drin der Wurzelballen richtig schön durchfeuchtet. Wenn es ein Topf ist, blubbert es auch manchmal. Es steigen auch so ein paar Blasen auf, wenn man ganz genau hinguckt. Und wenn dieser Prozess aufgehört hat, dass so Luftblasen aufsteigen, dann ist gut. Dann zieht man es einfach wieder raus. Und jetzt braucht man dann praktisch einfach einen Teller oder irgendwas, wo man das dann praktisch absetzen kann, dass man, wenn man es nachher hinhängt, es nicht nachtropft. Wie ist es bei der Orchidee? Weil die hat ja diese Luftwurzeln klassischerweise. Mhm. Kann man die auch wegpacken, die Wurzeln? Ja, diese Wurzeln, wenn die dort sind, wo sie hingehören, nämlich am Tropenbaum, dann krallen die sich ja dort auch einfach in die Rinde rein und halten die ganze Pflanze dort fest. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach so eine Orchidee einpacken, das ist ja im Prinzip auch so, wie wenn wir ihr Rinde anbieten, in die sie reingreifen kann. Und die Wurzeln, die praktisch jetzt nachkommen, diese Luftwurzeln wieder, die würden jetzt oben drüber wieder gehen. Die suchen sich ihren Weg. Die suchen sich ihren Weg, genauso im Topf. Also ich finde es sogar besser wie im Topf dann. Ja. Da sind sie, sage ich mal, wirklich natürlicher. So, die Orchidee kriegt natürlich jetzt mal ein bisschen Glitzer, ne? Na, ein bisschen Style muss sein, wenn wir schon bei der Orchidee sind. Das ist ja eigentlich keine Diva. Sie sieht aus wie eine Diva, aber sie ist ja ganz handsam. Total, ne? Handsam. Einmal die Woche tauchen und ein schöner heller Platz. Und das war's. Und dann ab und zu im Sommer, wenn sie blühen soll, beziehungsweise jetzt, wenn sie anfängt zu blühen, düngen, damit sie genügend Kraft hat, um die schönen Blüten auszuprägen. Und die würdest du jetzt auch aufhängen? Die würde ich jetzt auf jeden Fall aufhängen. Schön. Also wirklich eine schöne Idee. Ich hatte sie bislang nicht gesehen, aber ich habe schon gelesen, dass so seit 2-3 Jahren dieser Trend zu uns rübergeschwappt ist. Gut, dass du uns diesen Trend heute mitgebracht hast. Hier. Stammt aus dem 17. Jahrhundert in Japan. Ach Gott, im Übrigen. Guck mal. Hat lang gebraucht. Gut, dass du hier bist, Silke Wilhelm. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja.